Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Mein Emulator ist gerade schon wieder abgeschissen. Naja, was soll's. Hab ja diesmal hier gespeichert. Quicksave technisch. Warte, hat das jetzt funktioniert? Ja, okay. Zurück zu Final Fantasy X. Quicksave technisch hatte ich übrigens vor Every gespeichert. So, erstmal hier den Sound ausdrehen, so. Und da dachte ich mir so, oh scheiße, hoffentlich hast du nicht vergessen, normal zu speichern. Und zum Glück habe ich es gemacht. Gut. Wir machen weiter und wir müssen jetzt die Bevel-Prüfung hinter uns legen. Und ganz viele meinen, dass man hier den Schatz vergessen kann. Das ist nicht möglich. Denn der Schatz besteht aus einem HP-Sphäroid. Ich weiß, da ist noch eine Truhe. Und die beinhaltet eine Lanze für Kimari. Ist aber nicht der Schatz. Der Schatz ist die HP-Truhe, was man auch an dem aufleuchtenden Zeichen sieht. Weswegen ihr euch keine Sorgen machen müsst. Ich weiß nur, dass es endlos lange dauert, hier durchzukommen. Deswegen, ja. Ihr seht es ja schon. Wie viele Möglichkeiten es hier gibt. Wenigstens kann ich immer wieder schön neu laden, wenn ich... Gucken wir jetzt einfach mal die Sachen an. Das Ding verwandelt sich übrigens immer wieder in so ein Teil. Und ihr seht es vielleicht schon. Hier sind zwei Einbuchtungen drin. Deswegen denke ich auch, dass ich jetzt richtig gefahren bin. Denn, ja. Die brauchen wir halt. Jetzt drehen wir. Muss ich natürlich den linken nehmen. So. Hier gibt es eine Einbuchtung. Und hier muss einer rein. Welcher weiß ich zwar nicht, aber beziehungsweise was das genau bringt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber hier muss einer rein, fertig. Ja. Damit das hier unten aktiviert wird. Damit wir da weiterkommen. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt auch schon nach unten fahren können. Denn, ja. Anderes ist, glaube ich, auf dieser Ebene nicht. Jetzt wollte ich drücken. Ging nicht. Macht nichts. Wir kommen automatisch wieder hier oben raus. Müssen wir da rechtzeitig drücken. Zack. Geht's eine Etage weiter nach unten. Es auch wieder viele Wege gibt. Ich fahre jetzt erstmal in die Richtung. Muss mir das mal angucken. Versuchen wir erstmal den letzten. Okay. Hier scheint uns noch einer zu fehlen. Denn das Problem ist, wenn wir da den reinpacken, dann können wir ja nicht mehr damit fahren, sozusagen. So, wir fahren natürlich. Warte mal, wir können. Hä? Nach da können wir auch hin. Wo kommen wir denn da hin? So, weiter nach unten. Was gibt es da denn? Einen weiteren Spheroiden. Moment. Spheroid von Bevel und der andere ist auch ein Spheroid von Bevel, richtig? Ja. Hm.
Also wieder nach oben. Ich komme halt immer mit den Dingern da durcheinander. In Richtungsfallen, wie viele es gibt. Ich denke, wir müssen jetzt in die Richtung. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir wieder den dritten? Ich würde sagen, ja, weil jetzt haben wir ja den Spheroiden, den wir brauchen. Danach können wir die anderen beiden mal ausprobieren. Weil er scheint ja was zu sein. Ach so, das ist ein Weg zum Laufen. Ein Loch für ein Spheroiden. Was ist denn, wenn wir da einen reintun? Was passiert denn dann? Gar nichts. Okay. Dahinter ist nämlich noch ein... ja, Loch. Ah, vielleicht sollte ich den da lieber drin lassen. Ich habe nämlich so das Gefühl, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen, glaube ich, da einen... Wie heißt der denn noch? Es gibt noch einen anderen Spheroiden, diese grünen. Ich wette, den müssen wir da reintun. Sicher bin ich mir nicht. Aber wir können mal schauen. Jetzt nehme ich mal den zweiten. Ich konnte nicht drücken. Mann. Manchmal passt das von dem Timing nicht, habe ich so das Gefühl. Ich kann nochmal versuchen, den zu nehmen. Wo kommen wir denn da hin? Ah ja. Hier müssen wir dann später hin, wenn der Weg geöffnet ist. Und da habe ich schon den Spheroiden gesehen, den wir brauchen. Ich hab so... Ja, ich hab so eine Ahnung. Und zwar kann man ja theoretisch einen von diesen blauen Spheroiden vergessen. So, jetzt müssen wir direkt da abbiegen. Kann man eigentlich auch einen Spheroiden... Warte mal, mal was prüfen. Wir prüfen, da der blaue rein muss oder nicht. Ne. Dann war meine Theorie richtig. Der muss hier wieder rein. Dann müssen wir den da hinten reinpacken. Danach kommt ein leicht nerviger Teil. Aber
Naja, geht nicht anders. So, da müssen wir jetzt abbiegen. Gerade noch rechtzeitig. Ja, wenn das so ist. Sehr merkwürdig das Ganze. Muss man wohl doch den Frakturas-Veruin da hinten reinpacken. Weil mit dem blauen Veruin ist ja nichts passiert. Da kam ja nur dieser komische Text. Gleich noch. Ich glaube hier und dann den zweiten, ne? Mann, ich konnte schon wieder nicht drücken. Was ist denn das? Ich komme auch mit den Richtungen total durcheinander. Geht auch zu schnell. So. Da muss jetzt, glaube ich, der Frakturas-Veruid rein, sonst wird nämlich das komische Förderband da nicht aktiviert. Und dann müssen wir nochmal zurück, um den anderen blauen zu holen. Oder so war das doch, oder? Damit wir beide blauen zur Verfügung haben. Ah, ich weiß es nicht mehr. Prüfen wir das doch mal. Das ist deaktiv. Und wenn wir jetzt Kanes Lanze haben wollen, müssen wir uns wahrscheinlich den zweiten blauen auch noch holen. Richtig? Wir prüfen es mal. So, jetzt müssen wir nur den richtigen Weg finden. Oh Mann. Müsste ja eigentlich der zweite sein, richtig? Weil es da nach unten gehen würde. Ah, ich habe den ersten genommen. Aber glaube ich trotzdem richtig. War es wohl doch nicht der zweite. Ja, alles gut. Jetzt weiß ich auch, wofür man den zweiten Stein braucht. Soll jetzt hier nicht irgendwo ein Dingsens sein?
Und Stein zum Teleportieren. Vielleicht taucht er erst auf, wenn ich mir den Schatz nehme. Prüfen wir das doch mal. HP ist für wieder erhalten. Und das nächste Zeichen. Haben wir hier so ein Dingsens zum Drauftreten. Schon ist unsere nette Dingsens da oben. Ja, genau deswegen müssen wir nämlich den zweiten mitnehmen. Sonst können wir da nicht rüber. Und viele denken dann, dass das der der wahre Schatz ist. Ist aber nicht so. Es ist der wirklich der HP-Spheroid. Damit es eben nicht so unfair wäre. Ritterlanze erhalten, das war's. Werden wir natürlich direkt wieder verkaufen. Aber was soll's. So, jetzt können wir abhauen. Jetzt haben wir alles erledigt. Yuna? Inside, maybe? Then what are we standing here for? You can stuff your taboos! What's that? A faith. They join with the summoner, and together receive the Aeon. They're human souls, imprisoned in stone by ancient Yevon rites. The dead should be allowed to rest. There's the last of them. You are to stand trial. I expect it will be a fair trial. Of course it will. Yevon is now in session. The sacred officers of this court seek nothing but absolute truth in Yevon's name. To those on trial, believe in Yevon and speak only the truth. Maester Kelk Ronso. Summoner Yuna, you have sworn to protect the people of Yevon, true? Yes. Then consider. You have inflicted dire injury upon Maester Seymour Guado, conspired with the Albed and joined in their insurrection.
These are traitorous and unforgivable crimes that disturb the order of Yevon. Tell this court what possessed you to participate in such violence. Your Grace. The real traitor is Maester Seymour. He killed his father Jiskel with his own hands. What is this? Hmm? Hadn't you heard? Not only that, Maester Seymour is already dead. It is a summoner's sacred duty to send the souls of the departed to the far plane. Yuna was only doing her job as a summoner. Grand Maester Micah, please send Seymour now. Send the unsent to where they belong? Yes. Maester? Send the dead, hmm? You would have to send me, too. What? Grand Maester Micah is a wise leader. Even in death, he is invaluable to Spira. Enlightened rule by the dead is preferable to the misguided failures of the living. Life is but a passing dream, but the death that follows is eternal. Men die, beasts die, trees die. Even continents perish. Only the power of death truly commands in spirit. Resisting its power is futile. But what of sin? I am a summoner, my lord. Like my father before me. I am on a pilgrimage to stop the death that sin brings. Are you telling me that too is futile? Grand Maester Micah, I am not alone. All the people who have opposed sin, their battles, their sacrifices, were they all in vain? Not in vain. No matter how many summoners give their lives, sin cannot be truly defeated. Their rebirth cannot be stopped. Yet the courage of those who fight gives the people hope. There is nothing futile in the life and death of a summoner. Never futile, but never ending. Indeed, that is the essence of the Yevon. Lord Micah! Yevon is embodied by eternal, unchanging continuity, Summoner. No. That can't be right! Those who question these truths, they are traitors. Lord Micah! Get me out of here! I want out now! You hear me? You waste your breath. Man, I hope Yuna's okay. She's strong. She'll make it.
She'll make it? What, so she can die? Why is it... everything in Spira seems to revolve around people dying? The spiral of death. Huh? Summoners challenge the bringer of death, Sin, and die doing so. Guardians give their lives to protect their summoner. The Faith are the souls of the dead. Even the Maesters of Yevon are unsent. Spira is full of death. Only Sin is reborn, and then only to bring more death. It is a cycle of death, spiraling endlessly. Ja, so ist das in Spira. In Spira. Da kann man nichts machen. Come out. Your sentence has been decided. Maul! Sentence? Don't you mean execution? Really now, what person would execute a dear friend? You would. Hört, hört. Du würdest. Oh Mann, diese Übersetzung. Das ist so geil. Classic. Nein, wir müssen schwimmen gehen. Looks like you're next. Next for what? So. Get going. Where's everybody else? Floating down there somewhere, maybe. What's our sentence? Think they expect us to give up and die down here? Ugh, well that's a lame way to kill someone. Where's Yuni? I don't know. Wonder if we should wait for her. Hmm. Let's wait at the exit. If there is an exit. How fares the Ranzo Maester? It seems my father's murder troubles him. Ever the Ranzo. Hard-headed, hardly useful. However, the summoner Yuna, daughter to High Summoner Braska, she may be of some use to us alive. She has disturbed the order of Yevon. She cannot be allowed to live. I understand. Let it go, Seymour. No one thrown into the Via Purifico has ever survived. Yet there is always a small chance that they might. Place guards at the exit. Kill any who emerge. Sir, leave that to me. Oh. First your father, now your bride. Allow me to do this because she is my bride. Wait, I will go too. You do not trust me? Would you trust a man who murdered his father? Very well, as you wish. Der Typ ist fett. So. Jetzt kommt die wirkliche Challenge. Lady Yuna, forgive me. Halt's mal. Jetzt sind wir nämlich hier mit Yuna alleine.
Warnung, Kanal der Bufe befindet Scheinplatten. Lichtplatten befördern Personen in Richtung. Orange steht hier irgendwo rum. Den müssen wir finden. Sobald wir den gefunden haben, sind wir sicher. Aber ihr kennt ja Yuna. Ihr seht, sie kann gar nichts. Das heißt, wenn wir in einen Kampf geraten, haben wir im Prinzip ein Problem. Deswegen habe ich jetzt auch gerade einen Quicksave gemacht und speichere jetzt nochmal. Mache jetzt nochmal einen Quicksave. Ja, wie gesagt, wir müssen Orange finden. Sonst haben wir echt ein großes Problem. Mann, er steht hier hinten irgendwo rum. Und hier kommen Zufallskämpfe. Man kann aber flüchten. Hoffe ich zumindest. Und wenn wir jetzt... Wenn wir gleich einer... Ja. Bestia begegnen, dann... Bestia vor allem. Zufallskampf, so wie dieser jetzt hier. Ja. Müssen wir Glück haben, dass wir... nicht sterben. So wie jetzt. Und... Ihr seht's, ne? Also, das habe ich davon, dass ich Yuna nicht trainiert habe. Also ich muss es schaffen, als Erster zu dürfen und dann kann ich eine Bestia rufen und dann ist alles gut. Ich muss nur ein paar Kämpfe gewinnen mit Yuna, dann ist sie auf jeden Fall stark. Also, so stark, dass sie hier eine Chance hat. Orin ist direkt links. Ich muss nur als Erster drankommen. Ich denke aber, dass es nicht passieren wird. Nein. Das ist ein Problem. Ein großes Problem. Ein extrem großes Problem. Was machen wir? Ich gehe mal in die andere Richtung, in der Hoffnung, dass dann andere Monster kommen. Ohne die Schnellspeicherfunktion hätte ich jetzt wirklich ein sehr großes Problem. Wenn immer wieder dieselben Monster kommen... Das gibt's doch gar nicht. Wie soll man das denn jetzt schaffen? Die dürfen ja sofort angreifen. Wie soll ich das denn so schaffen? Ist ja ein Gamebreaker sozusagen. Nachher muss ich noch einen Cheat anschmeißen. Kann ich nicht irgendwas machen? Goddammit. Barmut. Barmut ist gut. Bringt aber nichts, wenn ich ihn nicht rufen kann. Scheiße. Ich habe auch nichts, was ich umbauen kann. Null Monster oder so. Das ist nicht möglich. Scheiße, ey. Ja, kann also sein, dass ich gleich einen Cheat anschmeißen muss. Das nützt ja nichts. Ich komme ja sonst nicht weiter. Ich muss ja zu Orin irgendwie hinkommen. Denn die Monster hier sind viel zu stark für Yuna. Weil ich Yuna halt nie trainiert habe. Ne? Hätte ich vielleicht doch mal machen sollen. Ja, kommen wir mal die wieder dieselben Monster. Nützt also nichts. Nützt nichts. Ich werde jetzt einen Cheat raussuchen, weil... Das geht ja nicht hier. Ihr seht es ja. Es wird so nicht funktionieren. So, hier gibt es jetzt einen kleinen Cut. Denn nach keine Ahnung wie viel Minuten rumgefummel und Versuche, und die Cheats haben nicht funktioniert, beziehungsweise ich habe es nicht hingekriegt, ja, bin ich rumgerannt und habe Orin dann doch noch gefunden. Also, weil ich den falschen Weg gegangen bin. Da, wo ich gerade ausgegangen wäre oder dann auch bin, ist jetzt nach der Aufnahme aufgenommen, ne? Da habe ich dann Orin gefunden. Mit dem habe ich das dann geschafft. Dann kamen aber andere Probleme hinzu. Und zwar durch den Versuch, dass ich cheaten wollte, habe ich mir irgendwie ein paar Saves kaputt gemacht. Weswegen ich den Stream da ganz oft neu gestartet habe und das alles wieder zum Laufen bringen musste. Und da geht es jetzt für euch weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt weiterspielen können. Ich werde es versuchen. Ich werde es riskieren. So einfach ist das. Muss zwar gleich nochmal, hängt aber krass. Hm. Das liegt dann aber jetzt nicht mehr an mir, weil mein Stream läuft wieder vernünftig. Und ab... Warte mal, war da jemand? Sah so aus, wenn jemand stehen will. Mein Upload ist auch ausreichend. Deutlich ausreichend. Also es müsste eigentlich funktionieren. So. Wir probieren es nochmal, indem wir jetzt Ixion beschwören. Vielleicht hängt es jetzt ja nicht mehr. Oh Mann, doch, es backt immer noch rum. Was ist denn das? Bestimmt habe ich mir mein Savegame zerschossen, als ich diesen komischen Cheat da geladen habe. Hier steht nämlich auch irgendwas in meiner Konsole im Moment. Ja, er versucht irgendwie immer was zu machen, aber kriegt er nicht hin. Was habe ich denn jetzt angestellt, Mann?
denke, wir dürfen keine Bestias mehr beschwören. Ja, oder ich muss nochmal rebooten und nochmal den Original-Speicherstand laden. Ist das nervig. Was habe ich mir denn da kaputt gemacht? Tja, das hat man davon versucht zu cheaten, ne? War ja nur aus der Not heraus. Ja, immer mal alle auf Yuna, passt schon. Scheint irgendein Problem mit den Animationen zu sein. Naja. Solange ich normal kämpfe, scheint es ja zu laufen. Das ist echt merkwürdig. Vielleicht sollte ich doch mal mit YouTube streamen, ey. Vielleicht wird es da nicht ganz so viele Probleme geben. Aber ich will ja immer meinen eigenen Kopf durchsetzen. Ist hier nicht irgendwo jemand, der wartet? Ah. Das ist nur eine Schatztruhe. Eine Menge Müll. Okay. Ich hab grad randommäßig gedrückt. Vielleicht habe ich jetzt dadurch irgendwas aktiviert, wer weiß. Schon wieder die Kollegen hier. Und schon dürfen sie wieder angreifen. Als erstes. Check das nicht. Warum immer? So, und du musst jetzt mal ein bisschen zusehen hier. Und dich nicht versteinern lassen vor allem. Yuna ist tot. Natürlich. Was ist denn das? Das wird mir bestimmt noch eine Menge Probleme bereiten. Wenn, ja, wenn ich dann im finalen Kampf meine Bestias beschwören muss. Wenn die Animation von Ixion hängt. Warum auch immer. Kann ich jetzt aber gerade nichts dran machen. Diesen Sphärenstock Level 1, den kann ich doch wegmachen, oder? Ja. So. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht mal, was es hier alles gibt. Oder wozu das Sinn macht, das alles mitzunehmen. Lauf einfach mal. Hey, wir sind wieder am Anfang. Das hier war der defekte Speicherstand, glaube ich zumindest. Deswegen speichere ich jetzt erstmal hier und lasse den oberen erstmal da. Notfalls muss ich dann zwar eine Menge neu spielen, aber nicht alles. Greifen wir mal die Dinger an. Beten. Enough.
Naja. Bin froh, dass ich jetzt erstmal weiterspielen kann. Ehrlich gesagt. Hier wollte ich hin, ne? Ja. Da, wo vorhin diese scheiß Echsen kamen. Wollte wissen, was es da gibt. Da steht auf jeden Fall schon mal der Ibari rum. Ein Hinterhalt, das ist nicht schön. Und das heißt höchstwahrscheinlich, dass Yuna jetzt den Geist aufgeben wird. Daneben. Nicht daneben. Ah, jetzt dürfen sie wieder 10-mal hintereinander angreifen und ich darf wieder gar nichts machen. Ja. Das ist fair. Warum hat Auron so wenig HP? Keine Sorge, ich erwecke Yuna gleich wieder. Leider natürlich, ich werde jetzt gleich versteinert, dann passiert gar nichts. Quick Save machen. Warum machen die so viel Schaden? Das ist heftig. Na komm, Aaron. Ach man, jetzt treff doch! War klar. War so klar. Shiva? Was ist mit Shiva? Holen wir mal den Kimari ab. Dann sind wir zu dritt. Haben wir noch einen Kacknub an der Backe. So, jetzt haben wir noch einen Amateur an der Backe, der alle paar Runden abkratzt. Ja, natürlich wird hier noch gestreamt. Was denkst du denn? Musst du nur ein paar Probleme in den Griff kriegen. Zum Beispiel, dass ich fast einen Gamebreaker gehabt hätte. Außerdem habe ich immer gesagt, wenn ich einen langen Streamtag mache, dann mache ich meistens immer so bis 22, 23 Uhr. So, Kimari, zeig mal, wie scheiße du bist. Wenn er es überlebt. Weil die Gegner dürfen mal wieder als Erster angreifen, was keinen Sinn für mich ergibt. Nein, diesmal keine Bestia beschwören. Das haben wir ja gerade schon mal versucht, das hat nicht funktioniert. So, Auron wird jetzt erstmal ein so ein Ding rausnehmen. Yuna wird wieder halb abkratzen. Können zum Glück anscheinend nicht versteinern. Aber die dezimieren meine Lebenspunkte ganz gut.
Naja. Junge, Elf. Lulu haben wir noch nicht gefunden. Die chillt hier noch irgendwo. So, was war hier denn nochmal gleich? Ach ja, der hat ja dieses Scheiß-Sphärobrett, was so extrem behindert aufgebaut ist. Warum auch immer. Wessen Sphärobrett ist das hier eigentlich? Ist das auch Kimaris? Nee, das ist Tidus. Wie gesagt, ich peil das Sphärobrett von Kimari nicht. Das ist irgendwie dämlich. Naja, ich watschel jetzt mal hier durch diese ganzen kleinen Sachen durch. Wollte eigentlich nicht seine Werte nach oben treiben, aber ich habe anscheinend keine andere Wahl. Reicht ja, wenn er ein bisschen mehr aushält. Damit er hier nicht direkt von den Monstern kaputt gekloppt wird. Ja, wir könnten mit ihm jetzt in Yunas Feld gehen, super. So, jetzt müssen wir wieder hier runter. Yuna hat auch schon wieder 2 Sphero-Level, natürlich. Na, Reflex kann Yuna gut gebrauchen. Damit sie ein bisschen besser ausweicht. Ja, ist nicht leicht. So, dann laufen wir mal weiter in die Richtung. Irgendwo hier müsste Lulu rumstehen, ich weiß nicht wo. Meine da hinten, wenn man durch diesen roten Gang geht. Wir schauen mal. Ein Ralvor. Okay. Nein, nicht Oren. Oren wartet jetzt mal. Ah, das ist ein Wasser-Ralvor. Bam. Und jetzt kannst du Oren. Gibt natürlich auch ganz gute Erfahrung. Vor allem für die Noobs. Die kriegen ja gleich ein paar Level. Ah, hier scheinen wohl sehr oft Ralvoren zu kommen. Ralvoren. Kennt ihr Ralvoren? Ich auch nicht. An denen könnte ich eigentlich ganz gut Yuna und Kimari mal aufleveln. Bye bye. Farewell. Wenn die wirklich nur hier in dem Gang kommen, dann wäre das eigentlich ganz sinnvoll. Weil immerhin 2000 Erfahrungen, ne? Das ist ja 2700 sogar. Ich denke, das machen wir so. Weil ihr seht es ja, jetzt hat Kimari schon 12 Level. Ja, machen wir es so. Leveln wir die hier ein bisschen und dann muss ich mir auch nicht Gedanken machen, dass ich irgendwo hängen bleibe. Zauberbär. Geschick. Ja, Geschick brauchen Luna zwar eigentlich nicht so, aber. Magie ist viel wichtiger. So, mein lieber Kimari. Jetzt wirst du gegrillt. Darfst du mal ein bisschen hier Zeugs werden. Weiß halt auch nicht, welche. Ja, wo lang ich mit Kimari gehen soll. Es gibt ja bei dem sehr viele Möglichkeiten. HP, Abwehrkraft. Also, ich könnte hier unten lang gehen. Könnte ich noch die beiden Sachen lernen. Was ist denn das für ein Zauber hier? Analyse. Okay. Könnte ich das lernen? Dann müsste ich mit Kimari irgendwo in ein Feld von jemand anderem. Geh mal davon aus, dass das hier Orens Feld ist. Mal schauen. Stummhieb. Ne, das ist eher das von Wacker. Leute, ihr habt keine Ahnung. Oder ich gehe einmal hier so rum. Na, was soll's. Einfach irgendwo lang. Passt schon. Wie gesagt, ich habe jetzt zum Glück den
den größten, starken Auron dabei. Der schaukelt das schon. Ja, hier scheinen wirklich nur diese Gegner zu kommen. Was nicht schlecht ist. Nein. Böse Auron. Einmal noch warten. Jetzt saß er. Farewell. Ich werde jetzt extra nicht weiter als da hinten gehen, weil ich genau weiß, was da wartet. Und wenn hier schon Ralvor rumrennen, dann sollte man die auch bekämpfen. Ja, ja. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall erleichtert, dass wir wieder weiterspielen können. Und dass es bei euch jetzt anscheinend auch wieder halbwegs vernünftig funktioniert. Das ist A und O, dass ihr es vernünftig gucken könnt. Wenn ihr nicht vernünftig gucken könnt, dann müsst ihr warten, bis die Sachen auf YouTube sind. So, einmal noch hier den Speicher. Dingstens nutzen. Bevor ich wieder Scheiße baue. Eigentlich hätte jetzt Auron dran sein müssen. So. Enough! Weg ist er! So, wollen wir die beiden Kiddies hier mal ein bisschen leveln? Da komme ich also gar nicht hin. Okay. Vitra ist auch gut. Besonders für eine Heilerin. Auron kriegt noch ein bisschen HP. Kriegt da hinten schon wieder Stärke. Der Zauber da in der Mitte von Kimaris Feld ist übrigens Ultima. Falls das jemand interessiert. So. Okay. Ordentlicher durchziehen? Nee, eigentlich nicht. Also, ordentlich an meiner Dampfe ziehen, ja. Aber, ja, durchziehen? Das habe ich gemacht, als ich noch jung war. Komm mal her, mein kleiner Ralbohrer. Jetzt wird es langsam weniger mit den Sphero-Leveln. Ich denke, ich kann aufhören. Allerdings ist dann die Frage, ob ich auch die Bestia schaffe. Nabend. Red Dragon LP. Lady Yuna. Ja. So it is you. Jetzt dürfen wir gegen den kämpfen. Why are you here? We rode the airship to the Calmlands, then came to Bevel. Maester Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. Was? Wacken ist schon vorbei, du Spast. Hau ab. You will fight us.
The temple's orders are law. Even if you are. Ist das so? Das ist natürlich nice. Stimmt, weil das so eine Art Abwehrreaktion, so eine Art Abwehraktion ist. Danke, dass du mich darauf hinweist. Das ist schön. Dann brauche ich mit denen ja wirklich nicht mehr angreifen. Yay! Was ich euch sagen wollte, war, ihr alle an einem Haufen erbärmlich. Nee. Wie ging das noch? Ihr seid alle ein Haufen erbärmlich gammeliger Hurrikinder. Eure Väter sind mit viele schwanzlutschen Arschgeburten. Ja, ich kenne doch Leute vom Miet. Hey, was denn? Komm mal her! Und außerdem sind eure Rolling alter Geschwister. Ah ja, noch was. Alle Mädler haben kleine Schwänze. Jo. So, okay, genug davon. Ich würde versuchen mit Shiva, weil Shiva Eisra und so und, ne? Außerdem hat Shiva hohe Reflexwerte. Und wenn einer dann dem Ifrit ausweichen kann, dann sie. Sehr schön, sehr schön. Dann habe ich mein Ziel erfüllt. Ja, ich mag Lord of the Weed. Kenne ich auf jeden Fall. Hätte ich damals 10.000 Mal geguckt. Kälte, elementarer Schaden plus Aufhalten. Ja, das tut doch schön. Ich sag nur. Und jetzt darf ich nochmal Eisrad zaubern. Eisrad macht ordentlich Schaden. Oh, Inferno. Mal ebenso. Ups. Ich denke, meine Shiva ist jetzt platt. War vielleicht doch nicht so klug. Wenn das nicht reicht, dann muss ich wohl noch mehr leveln. Schauen wir doch mal, ob sie es aushält. Nein. Arme Shiva. Wen haben wir? Also ich will jetzt meinen Bahamut noch nicht. Und Ixion auch nicht, weil bei Ixion fängt es an zu ruckeln. Das habt ihr ja vorhin gesehen. Scheiße. Au. Meisterruf. Ich will nicht. Ich guck mal bei Faris. Merkwürdig. Bis jetzt nur bei der Ixion. Beschwörung, alles am Abkacken gewesen. Oh Mann, das wird ein Gemetzel. Yay, ich darf nochmal. Scheiße, du hast recht. Ex-Freund, natürlich. Warum habe ich da nicht dran gedacht? God damn it. Au. Ja, ich nichts gut nachdenken. Ich einfach doof. Komm, wie viel HP hat er denn noch? Hä? Jetzt greift er wahrscheinlich dreimal hintereinander an. Wundert mich, dass er kein Meteorit einsetzt bis jetzt. Fick die Henne. Au. Wenn ich noch einen Angriff überlebe, dann kann ich auf jeden Fall schon mal Ifrit aus dem Weg räumen. Das muss ich überleben. Danach muss ich nochmal dran sein dürfen. Yes. Klares Strahl. Das wird ja wohl reichen für den Ifrit, oder? Und sonst muss Bahamut alles irgendwie hinkriegen. Ich weiß aber auch nicht, wie viele Bestia der einsetzt, ehrlich gesagt. Ja, komm. Da hast du keine Chance dagegen. Mit deinem verkackten Ifrit. Hui. Ich dachte schon gerade, es ist abgeschissen. Oh, scheiße, mir ist gerade was eingefallen. Wenn er Ixion ruft, dann bleibt das Spiel ja auch hängen. Oder sehe ich das falsch? Wenn ja, muss ich wirklich nochmal Dingsens machen. Wie heißt es? It's not over yet. Den heilen Speicherstand laden. It's not over yet. Werden wir sehen. Jetzt hole ich meinen Ifrit.
Und zwar mit Meisterruf, obwohl, ups, das hätte ich mir eventuell aufsparen sollen. Naja, was soll's, tut spät. Ich halt doof. Das ist immer scheiße, wenn man so Kämpfe hat, die man, naja, die man alleine bestreiten muss. Mehr oder weniger. Und wenn man hier alle Bestias verliert, dann ist man tot. Dann hat man Game Over. Das ist, what the fuck? Na, das war auf jeden Fall ganz ordentlich. Hat aber wahrscheinlich nicht gereicht, ne. Ich hol dich vom Himmel. Ich sag's dir, ich hol dich gleich vom Himmel. Mit Meteorit. Wenn ich mal wieder dran bin. Darf ich anscheinend nicht mehr. Komm, Ifrill, du kannst auch ausweichen, Junge. Scheiße, ich muss gleich mal ein Ixion holen. Ich sehe es schon kommen, weil er gleich seinen Bahamut bestimmt ruft. God damn it. Nicht schlecht, annähernd 1000 Schaden. Scheiße. Ja, das könnte zum Problem werden. Wie gesagt, im Notfall muss ich Soft Reset machen, den heilen Speicherstand laden und die ganze Scheiße nochmal machen, aber so komme ich wenigstens irgendwie weiter. Ich hätte mich vielleicht mal heilen sollen, weil nämlich jetzt macht er nämlich seine komische Attacke und ich habe ein Problem. God damn it, why I am so stupid. Ja, es hat erstaunlich wenig Schaden gemacht. Ich heile mich jetzt. So, so sieht's mich aus. Jawoll. Ifrit, du hast es drauf. Jawoll. Schön ausweichen. Ich heile mich nochmal. Wenn er dann nochmal ausweicht, dann ist er Toast. Dann ist er auf jeden Fall Toastbrot. Ausweichen! Jawoll! Tschüss. Du wirst jetzt sterben. Okay, zwei seiner Bestien haben wir. Richtig? Richtig gezählt? Ja. Kann halt nur sein, dass sein Bahamut gleich kommt. Aber wenn ich mich immer heile, vielleicht wird das dann sogar was. Vielleicht komme ich mit der Strategie durch. Ist ein bisschen wie das Kartenspiel bei Final Fantasy 8. Mit der richtigen Strategie klappt auch manchmal ein dämlicher Zug. Das ergibt keinen Sinn. Richtige Strategie, dämlicher Zug, das passt nicht zusammen. Und der nächste Kampf. Jetzt kommt er bestimmt mit seiner Shiva oder seinem Ixion. Und wenn er mit seinem Ixion kommt, dann... Nein, er kommt mit seinem Bahamut. Bahamut ist seine letzte, das weiß ich. Das heißt, ich muss das mit meinem Ifrit schaffen, denn sonst, ja, habe ich ein Problem. So, Ifrit. Ja, doch. Ah. Ifrit oder Ixion? Muss es mit Ifrit versuchen. Könnte eine verdammt enge Kiste werden. Na, wie viele Verrückte schauen denn zu? 5 Leute. Nice. Na, ich hau dir mal einen Meteorit an den Kopf. Gucken, wie viel Schaden das bei dir macht. 1000. Damit kann ich leben. Ja, der macht immer seinen Mega-Flair. Aber ich glaube, der ist so schwach, dass sein Mega-Flair meinen Ifrit nicht tötet. Und das ist das Wichtigste, weil dann kann ich mich nämlich heilen. Kann natürlich auch, warte mal. Wie viel HP hat Ifrit denn maximal? Ich weiß gar nicht. Sonst heile ich mich einmal, bevor der seine komische Mega-Flair macht. Um auf Nummer sicher zu gehen. Weil platt kriege ich ihn bis dahin eh nicht. Oh, Countdown, überspringt er gleich mal eine Sekunde. Überspringt auch gleich noch eine Sekunde. Ja, ich heile mich mal eben. Natürlich hat Ifrit auch nur eine begrenzte Zahl an MP und das ist das Problem. Okay, er war auf voller HP und ich bin dämlich. Countdown 1, Countdown 0, Mega Flare. Na, okay, einen kann ich ihm noch am Kopf schmeißen. Ich hätte auch sanfte Tour machen können. Ist noch weniger Schaden gemacht. Aber ich will es herausfordern. Ich will gucken, wie viel er drauf hat. Oh, weia. Das kann jetzt richtig fies werden. Für alle, die momentan zuschauen, wenn euch das gefällt, dann folgt mir auf Twitch. Dann seht ihr mal, wenn ich streame. Beziehungsweise ihr könnt es dann einstellen, dass ihr es seht. Und morgen streame ich übrigens auch wieder ab 12 Uhr mittags. Wenn dann nichts dazwischen kommt. Aber denke ich mal nicht.
Wenn ihr Lust habt und Langeweile an einem Ostersamstag, wenn es diesen Tag überhaupt gibt, dann könnt ihr gerne gucken. So, und ich bin tot. Das ist ein Problem. Es war ein bisschen mehr, als ich ausgehalten habe. Denn das heißt, ich habe nur noch Valfaris und er kann sich nicht heilen. Ich muss jetzt Ixion rufen, das geht gar nicht anders. Und dann wird es bestimmt abkacken, weil die Animation irgendwie gefailt ist. Scheiße. Och Mensch, das habe ich mir sowas von verbaut. Na, was soll's. Ich hätte doch sanfte Tour versuchen sollen. Scheint so, als wenn die Animation diesmal funktioniert. Es ruckelt nämlich bis jetzt nicht und es gibt keine Grafikfehler. Dann könnte ich das doch noch schaffen, Leute. Ich muss nur zusehen, dass ich schnell genug sanfte Tour mache, wenn der Bahamut sein Viech feuert, dann könnte man Ixion das überstehen. Schaden, Neutralisation von Zauberwirkungen, Schwarzmagie. Was macht wohl mehr Schaden? In Angriff oder Blitzrab? Ach, ich werde es mal versuchen. 1100 Schaden, nicht schlecht. Countdown 4. Wenn du wieder eine Zahl überspringst, dann bringe ich dich um. Was versuche ich denn gerade? So, einmal greife ich noch ein. An. Ich greife noch einmal an. So. Countdown 2. Jetzt wahrscheinlich Countdown 1 direkt. Ich greife nochmal an. Countdown 1. Jetzt muss ich natürlich auch dürfen. Jetzt nicht darf, habe ich ein Problem. So. Und jetzt nimmt weniger Schaden. Ekstase steckt nichts. Sanfte Tour. Ja, wir müssen beten, dass es uns jetzt nicht killt. Fertig. Was anderes können wir nicht machen. Und wenn doch, dann haben wir verloren. Also betet, Leute. Scheiß Mega-Flair, ey. Ich hätte meine Yuna besser trainieren sollen. Das ist einfach so. Naja, da die Ixion-Animation jetzt wieder funktioniert. Oh, mal gucken, ob sie gekillt wurden. Nein! Lange nicht. Oh, das ist genial. Okay, dann schaffen wir das locker. Geil mich gleich natürlich. Oh, er schwächelt schon so langsam. So, einmal auf mich selber. Und dann sanfte Tour. Was ist das? Countdown 2. Ja, einmal können wir, glaube ich, noch angreifen, ne? So, jetzt lass mich sanfte Tour hier anmachen. Ich habe immer Angst, dass der wieder eine Dingsens überspringt und ich dann, naja, ein Problem habe. Ja, so ist das Ganze natürlich kein Problem. So muss ich mich eigentlich nicht mal heilen, weil es mir nur 500 Schaden macht. Fragt sich, wie viel HP der noch über hat. Wehe, du überspringst jetzt eine Zahl. Danke. Ich würde sagen, das war sein letzter Mega-Flair. Ich denke nicht, dass er noch einen hinkriegen wird. Vorher sind wir schneller. Come on, bitch, do it! Do it now! Get to the chopper! Fang mal an mit deinem Countdown, bringt dir eh nichts mehr. Du bist gleich down, das sehe ich doch schon.
Du bist gleich doch was von tot, Junge, du kleine Muschi. Kannst mich gar nichts. And you're dead. Yay! Ich freue mich. Schwierig sah mal hinter uns. Quick save. Bevor ich das wieder vergesse. Stay away. There's a way to the surface up ahead. Dankeschön. Your pilgrimage is over. Richtig, denn du bist so scheiße. Sphero-Level, 6000 Gil, oh, herrlich. So, jetzt switchen wir, glaube ich, zu Riku, Wakka und Tidus. Ja, ich habe es mir gedacht. Okay, also haben wir derselbe Dilemma jetzt praktisch nochmal. Und zwar, ja, aber wir haben einen Vorteil. Und zwar, dass der komische Drache gleich nicht mehr unverwundbar ist, sozusagen. Oder sehr stark, sondern... Also ich speichere wieder hier. Ich lasse den anderen Speicherstand mal vorsichtshalber da. Aber wie es... Also die Ixion-Animation hat diesmal funktioniert. Es ist nicht abgestürzt. Ah, hier kann man kaufen. Das ist aber nett. Kaufen wir doch gleich mal ein paar High Potions, oder? Nicht zu viele. So. Ein paar Phoenix-Federn können wir auch noch kaufen. Davon haben wir genug. Davon können wir auch noch welche brauchen. Echo-Kraut, immer her damit. Brauche ich zwar alles nicht, aber... Und der Rest ist egal. Allbettmedizin kann man übrigens recht teuer verkaufen. 250. Ich habe Ludo im Kanal zurückgelassen. Natürlich. Die hätte ich eigentlich finden müssen. Ha. Naja, aber die kommt ja dann später nach, oder? Also die ist dann automatisch wieder bei uns, oder? Oder habe ich diesen Charakter jetzt einfach verloren? Ist der jetzt tot? Sag mir bitte nicht, das ist so. Mit Ludo wäre es natürlich, ja, Phoenix wieder benutzen, weiß ich wo, mache ich auch. Mit Ludo wäre es natürlich noch um einiges... Ich sollte eventuell erstmal hier ein bisschen trainieren, oder? Fischi. Chance zum Präventivstark. Goddammit, ich hab das falsche Schwert für Tidus. Damit kann er keinen Schaden machen, richtig? Hä? Er macht doch Schaden. Ich hätte jetzt gedacht, dass, naja, ihr wisst schon. Spezial benutzen. Was habe ich denn noch? Bomberseele, Drachenschuppe. Dann klaue ich doch lieber. Da Staumann an. Wakka, Wakka, hey, hey. Boah, nicht wirklich, oder? Ist dir nie passiert. Ja, wie kann man die denn vergessen, ey? Wie kann man nur? God damn it. Ja, ich hoffe mal nicht, dass der Charakter... Nein, das geht gar nicht. Wie denn? Die ist automatisch wieder mit dabei. Patsch. Kann man die blind machen? Schauen wir mal. Nein, weil alleine schon die Cutscene bei der... wie heißt sie noch? Vergessene Höhle, vergessene Grotte, irgendwie sowas. Mit Yojimbo und so. Da muss sie ja dabei sein. Sonst wären die anderen Charaktere total verwirrt. Versuch nochmal zu klauen, Riku. Manchmal kann man ja mehrmals von denen klauen. Yay, Drachenschuppe, ja damit. Bye-bye. Goddammit. Ich hab Lulu vergessen. Ausgerechnet die mit den dicksten Titten. Oh Mann, warum kriegt Riku so wenig Erfahrung? What's that about? Wakka, ey. Wakka. Ey, da sind zweimal Angriff hinter einem Sphero 1 versteckt. Wie viel denn? 2 und 2 wahrscheinlich. 1 und 2. Na, werde ich wohl trotzdem reinlatschen später. Sag mal, habe ich da was ausgelassen? Na, hätte ich wahrscheinlich auch einen Sphero-Stop gebraucht, ne? Ja, Level 3 Sphero-Stop. Ne, für die paar Felder.
Jetzt kann ich mich natürlich wieder nicht heilen. Ich mach mal Quick Save. Wir rennen jetzt mal zum Ausgang. Schwimmen, Entschuldigung. Wir wollen ja auch nochmal weiterkommen. Und lange wollte ich ja auch nicht mehr streamen. Leider habe ich jetzt natürlich so viel Zeit verschwendet. Durch die Geschichte mit diesen Fehlern, die ich hatte. Das ist das einzige Problem, was ich ja so ein bisschen habe, ne? Oh. Rutsch. Komm, Wacker, hau mal einen raus. Nein, zum nichts zu gebrauchen. Das könnte wehtun. Yep. As I thought. Wenn ich jetzt nochmal die Chance habe, mit Riku zu interagieren, was ich habe, dann benutze ich mal eben eine Albert-Medizin. Das wird nicht reichen, um es zu beenden, aber wir haben ja noch den Tidus. Riku wird jetzt diejenige sein, die immer heilt. Und Baka und Tidus greifen an und dann passt das schon irgendwie, nicht? Baka, ey. Baka ist ein Lappen, ich sage euch. Der kann nix, kann der! Ich wollte eigentlich den gar nicht leveln und jetzt muss ich ihn aber irgendwie ein bisschen leveln, weil sonst... Ach, ist das nervig. Echt das nervig. Was heißt, ich mache Mucke? So wie damals mit den Klaviervideos, meinst du das? Ich spiele wohl noch ab und zu Klavier, klar. Beziehungsweise Keyboard, muss man ja eigentlich sagen. Richtigerweise. Aber ich... Ja. Ich mache keine Videos mehr davon. Oder recht selten. So, das ist doch sehr offensichtlich, warum hier noch ein Speicherpunkt ist, nicht wahr? Denn jetzt kommt der Efrey. Und wenn ich mit Tidus als erstes dran komme, mache ich auf jeden Fall Hastgar. Natürlich kommt noch ein Zufallskampf. Muss ja mal sein. Oh Mann. Bestimmt Erfahrung, wenn man die alle platt macht. Wir hatten der 4500. Scheiße, die sind gegen Nässe empfindlich. Türmen. Machen wir alleine weiter. Riku kriegt eher auf die Fresse. Deswegen lieber abhauen. So, Wacker kann mal den hier angreifen. Wird er wahrscheinlich nicht killen können, doch. Weil es ein kritischer Treffer war. Au. Meine Fresse. So, ich flüchte mal. Das ist mir zu riskant. Und ich muss gleich auch nochmal alle heilen. Denn jetzt kommt gleich der Boss. Jetzt sofort eigentlich. So. Habe ich noch mal HP-Spheroid? Ne, Quatsch, den habe ich für Yuna verbraten. Ich vergaß. Eine Megapausch bitte. Zack. Quick Save. Und jetzt kommt er. Er setzt sich zusammen. Besser gesagt. Als ich das erste Mal hier war, dachte ich mir, okay, ich bin tot, ich werde es nie schaffen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass er untot ist. Und dann ist mir das eingefallen, was mir bei Final Fantasy 9 halt auch schon mal den Arsch gerettet hat. Das war Phönixfedern. Denn da reichen, glaube ich, Aska. Da reichen, glaube ich, 3 Stück und dann ist das Ding hinne. Muss nur Glück haben, dass er keinen Steinhauch macht. So, wo haben wir sie denn? Phönixfeder. Efrey, Zombie, Alter. 8000 Schaden, das muss wehtun. Und er kontert. Daneben, Junge. Der hätte Riku... Scheiße, Persis Blick. Geht das hoffentlich nur auf einen, ne? Yep.
Und weg ist der gute Tidus. Da kann ich jetzt leider keine Rücksicht drauf nehmen. Warte mal, reichen sogar zwei, oder? Tatsache! Was meint ihr, wie viel Erfahrung Rico und Wacker jetzt kriegen? Holy shit. Dann ist es ja sogar gut, dass Tidus jetzt gestorben ist. Der hat eh schon genug Erfahrung, der braucht nicht noch mehr. Bah. Ich hasse dieses Ding. Egal ob untot oder nicht untot. Ding ist gruselig und fertig. Jetzt bin ich sehr erleichtert, meine Lieben. Sehr erleichtert. Oh, hier. Oh, ordentlich Punkte. Und zwei schwarze Spheroiden. Müssen da jetzt nicht gleich Truhen kommen? Ja, ne? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich benutze meine X-Potion. Ich weiß auch nicht, ob jetzt noch Zufallskämpfe kommen oder nicht. Wenn. Falls ja, lerne ich mal eben die Sache. Bis hierhin. Bis hierhin und nicht weiter. So. Let's go. Ja, Tidus ist. Er wurde zwar in Stücke geschlagen, aber er ist ja trotzdem gestorben. Und danach war er merkwürdigerweise wieder da. Stellt mal vor, die Charaktere wären dann einfach weg. Und die Geschichte würde dann ohne die weitergehen. Wäre irgendwie merkwürdig. Nachher bist du nur noch mit Orin so gegen Sin so. Hey, Jack, what's up, dude? Almosen. Ja, genau, man kann Gil auf die Monster werfen, ich vergaß. So. Okay. Ich weiß, dass hier jetzt gleich noch Truhen kommen. Und da Waffen drin sind. Ich weiß nur nicht mehr für wen. Ich glaube für Tidus und für Rico. Oder für Tidus und für Wacker, weiß ich nicht. Für die beiden. Einen von denen. Ich meine, die waren hier irgendwo. Ja? Da ist eine Truhe. Ja, aber man konnte doch vor diesem komischen Zombie-Viech auch flüchten, nicht wahr? Rächer. Ja, das ist ja wohl für Tidus. Beim Schauen können wir ihn auch eigentlich mal anlegen. Weil, obwohl hier kommen jetzt wahrscheinlich eh keine Kämpfe mehr. Sonst wäre, glaube ich, schon einer gekommen. Ja, hier kommt. Hier kommen keine Kämpfe mehr. So. Nee, aber gegen Gegner, die sonst, naja, durch Wasser geheilt werden, ist sein Bruderherz immer ein bisschen doof mit dem Nässeschlag. Aber kannst du halt nicht ändern, ne? Dagegen wird der Kampf gegen Seymour gleich die. Ja, die reinste Wohltat, sage ich mal. Ach, schon. Ja, das stimmt wohl, dass der, dass Wacker die beste Ekstase. Tidus Ekstase ist gar nicht so krass. Ich habe übrigens eine Waffe vergessen, aber was soll's. Irgendwo war wohl noch eine Kiste und die habe ich übersehen. Naja, egal. Ich mag einfach Wacker nicht. Ich weiß nicht. Ich kann dir das nicht beschreiben, warum das so ist. Das ist genauso, wieso ich in Final Fantasy 8 Irvine und Selfie nicht mag. Keine Ahnung. Oder in Teil 9 Garnet und Aiko und wie sie nicht alle heißen. Ah, hier ist ja diese komische Brücke. Boah, hier können wir mega gut leveln. Ich sage euch. Hier sind diese komischen Roboter und die geben übelst viel Erfahrung. Dann, dann, dann. Gott, ich habe schon wieder Hunger. Gibt's doch gar nicht, ey. Oh, stimmt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Lulu ist wieder da. Der hat den Weg alleine rausgefunden. Yay. Kinnock. Dead. Why you, Lulu? I have saved him. Ja, komm. He was a man who craved power. And great power he had, but he feared losing it. Like the Sifter. Trembling at unseen enemies, he spent his days scheming petty schemes. Chased by his fears, never knowing rest. You see, now he has no worries.
He has been granted sleep eternal. Death is a sweet slumber. All the pain of life is gently swept away. Ah, yes. So you see, if all life were to end in Spira, all suffering would end. Don't you see? Do you not agree? That, Yuna, is why I need you. Come, Lady Yuna. Come with me to Xanarkand, the lost city of the dead. With death on our side, we will save Spira. And for this, I will take from you your strength, Yuna, your life, and become the next Sin. I will destroy Spira. I will save it. You're totally nuts! Unpleasant. Very well. I will give you your death. You seem to want it so. Protect Yuna! Go! No way! I'm fighting! I said go! Seymour ist nicht mehr da. Der der ist weg. Er war weg. Also, oh ne, ich hab keine Lust mehr. Ah ne, Quatsch, der war auf der anderen Seite. Ups, sorry, bin dämlich. Oh man. Ah, jetzt rennen sie alle wieder zurück. He is a guardian. Protecting you is everything. Auron! That's right. We're all guardians. Yeah, you know what that means? Yuna, anywhere you go, I'll follow. Anywhere I go? Yeah, anywhere. Well then, let's go! Hey, Kamari! Leave some for us! Hey, wait for me! Me too! I'll go too. So. Und das hier ist einer der besten Orte zum Trainieren. Und genau deswegen erstmal das Team auswechseln. Warte mal, erstmal Yuna noch. Lalalala. Yuni. Yuni lernt noch mal ein bisschen was. Ali has risen 4 times. 4 points. Was auch immer. Shell. So. So, endlich wieder meine Standardtruppe. Speichern, ja, nö, ja, nö. Hey, Waka. Waka. Ich sag mal Waka, weil er heißt ja Waka. Ein Wunder, diesmal verlangt er nicht 10.000 Gil für eine Porsche. Na, Quick Save und jetzt zeige ich euch mal, wie schön man hier leveln kann. Denn hier kommen diese ganzen Roboter, nicht wahr? Oder? Ja, hier, diese zum Beispiel. Gibt einfach übelst viel Erfahrung, wenn man die alle platt macht.
Da ich die alle one-shotte. Kein Problem. Empfindlich gegen Feuer. Ja, dann. Warte mal, wie viel haben die? 2700. Ja, da reicht wahrscheinlich sogar eine Feuerer. Ich probiere mal. Mal probieren. Nein, reicht nicht. Okay. Dann eben so. Ich bin viel zu OP. Ich bin sowas von OP, das lohnt sich nicht. Ah ja, die droppen High Potions, das kommt noch dazu. Ich bin sowas von OP, das lohnt sich nicht, Yuna da irgendeinen Reflex für beizubringen. Ganz ehrlich nicht. Der wird in zwei Runden wird der down sein. Ich meine, hast du gesehen, was Orin gerade für einen Schaden reingehauen hat? Keine Chance, ich sage es dir. Ah. Merkwürdig. Machen wir mal Vaska. Scheint die empfindlich gegen zu sein. Lulu ist zu schwach. Sie braucht mehr Magie. Autsch. Hat Orin jetzt eigentlich angegriffen? Ich glaube nicht. Mal schauen. Doch. Ability. Uni. Heili. Genau. Ability. Uni. Heili. Läuft. So, da in der Mitte ist noch ein Angriff plus 4 für Tidus. Wahrscheinlich, ja. Und den will ich auch noch haben. Also so lange will ich noch trainieren, bis ich den auf jeden Fall habe. Denn, ne? Sollte eigentlich klar sein, warum. Ich merke leider gerade nur, dass ich mal wieder auf Toilette muss. Das heißt, ich muss gleich ein ganz kurzes Päuschen machen. Minimal. Wahrscheinlich immun dagegen. Oder auch nicht. Merkwürdig. Normalerweise würde ich doch denken, dass solche komischen Maschinen gegen Blitz empfindlich sind. Aber anscheinend nicht. Weiß noch nicht, wie lange ich heute zocke. Macht mir eigentlich gerade ganz viel Spaß. Ich wusste gar nicht, dass Simon Steinzauber hat. Ist mir nicht bekannt. Aber er wird nicht die Möglichkeit haben, den einzusetzen. Ich sage es dir. Vorher ist der down. Und wenn nicht, dann kann ich immer noch mehr trainieren, sag ich mal. So, siehst du, Orin kriegt jetzt gleich nochmal Angriffskraft plus 4. Simon hat keine Chance, ich sage durch. Genau, durchmachen, natürlich. Ist ja nicht so, dass ich morgen um 12 Uhr wieder streamen will. Moin Mondus, schön, dass du dabei bist. Dein Glück, normalerweise wäre der Stream jetzt ja schon vorbei. Aber ich fühle mich gerade so, als müsste ich ein bisschen was aufholen. Und zwar das, was wir an Zeit verloren haben, aufgrund ein paar Umstände. Ah, ich glaube, die Variante gibt sogar noch mehr Erfahrung. Ich hätte übrigens mal, Gemarka machen sollen. Wäre, glaube ich, effektiver gewesen. Versucht gar nicht, erst Lulu zu treffen. Das wird eh nichts. Das klappt nicht. Niemals. Ah, mach ihn platt, Lulu. Bam. So süß. Ganz lieblich. Wenn Tidus noch dran kommt, dann. Ja. Ja. Ich meine, ein Kampf, ein Sphero-Level, das ist schon ziemlich nice, nicht wahr? Oder so ziemlich ein Kampf ans Level.
Okay, Lulu könnte hier unten hingehen. Könnte aber nur bis hierhin. Abwehrkraft und zweimal MP. Oder sie könnte hier nach oben und ins nächste Feld. Hier oben wäre dann die Magie-Variante. Schwierig, schwierig. Tschüss, Omega, man sieht sich. Vielleicht morgen ab 12. Oder später. Später vielleicht. Naja, dadurch, dass ich Lulu sehr viel benutze, denke ich mal, werde ich mit ihr auch die unteren Felder ausfüllen müssen. Alleine, dass sie die Abwehrkraft kriegt und so, weil das braucht sie einfach. Die braucht Abwehrkraft. So, ich gehe jetzt mal kurz auf Toilette, Leute. Sonst pische ich mir gleich hier die Hosen und das wäre ja nicht so toll, ne? Bin in einer Minute wieder da. So, meine lieben Freunde, ich bin wieder da und ich fühle mich wunderbar. Das war ein Reim. Richtig schlecht. Ich muss mehr kämpfen. Ich muss so stark werden, dass der Simon sich in die Hosen pisst. Ihr kleine Scheiße. Ein Hinterhalt. Das ist nicht gut. Au. Am besten noch alle Ekstasen vollkriegen, das wär's natürlich noch. Au. Au. Und? Au. Okay, Tidus ist gleich soweit. So, jetzt mache ich mal Gemach auf die alle. Ja, genau. Mach Hades Magie für Lulu, natürlich. Wenn du mir die Level 4er Dingsens gibst und die Sphero-Level, gerne. Guck dir das an. Aura macht einfach mal 7000 Schaden. Na gut, aber die sind ja auch kacke. Gegen was bist du nochmal anfällig? Gegen Feuer. Na, dann machen wir mal Feuer. Mal probieren. Mal probieren. Vielleicht hält er ja nicht ganz so viel aus. Ah, der hält leider noch genug aus. Autsch. Ah, macht nichts. Orange schaukelt das schon. Komm, Orange, mach dein Enough. Goddammit. Okay, Tidus ist tot. Das kann ich nicht akzeptieren. Der muss Erfahrung kriegen, der Kleine. Halt's dem Ding jetzt mal ein bisschen ein. Im wahrsten Sinne. Was hast du davon? Ich kann aber gar nicht mehr so lange streamen, ist mir gerade eingefallen, weil ich Hunger habe. Und ich denke auch nicht, dass wenn ich jetzt gleich nochmal eine halbe Stunde Pause mache, um was zu essen, dass danach noch großartig Leute zugucken würden. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Bis zum Heilpunkt, Speicherpunkt, um mich zu heilen. Deswegen so lange kann ich eigentlich nie mehr. Außerdem hatte ich auch vor, morgen noch zu streamen, von daher. Ich denke, wir trainieren noch ein bisschen, machen Simon noch platt und beim nächsten Speicherpunkt wird dann gespeichert und das war's. Chance für einen Präventivschlag, das ist schön.
dann wollen wir das auch voll ausnutzen. Einmal Vollgas. Ja, richtig. Dauert ein bisschen, bis ich da hinkomme, nicht wahr? Bye bye. So. Ich muss leveln. Leveln. Nein, also. Wie gesagt, Teamwork-Kampf und so machen wir noch. Das heißt also, wenn ihr den sehen wollt, dann bleibt dran. Noch ein paar Level. Und nach dem Teamwork-Kampf ist dann Feierabend. Und morgen um 12 Uhr mittags geht es dann weiter. Und dann auch wieder bis abends, denke ich mal. Nur, ne? Halt mal. Ihr müsst halt auf die Pausen achten. Also ich mache immer 2 Stunden in der Regel und dann mache ich Pause für eine halbe Stunde. Und abends mache ich dann meistens 1 Stunde Pause. Das heißt also, wenn ihr um 14.20 Uhr, sage ich mal, einschaltet, dann werdet ihr schlechte Karten haben, weil der Stream dann nicht an sein wird, sondern erst um 14.30 Uhr wieder. Weil ich immer eine halbe Stunde Pause mache. Und so weiter. Ne? Also das müsst ihr euch immer merken. Ne? Das heißt von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, dann wieder von 17 Uhr bis 19 Uhr, dann von 20 Uhr bis 22 Uhr und ja, jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen länger, weil ich halt ein bisschen getrödelt habe. So, 2 Sphero-Dingsbumsens. Verteilen wir gleich mal. Kriegt der Tidus noch einen Stärkeboost. So gefällt mir das. So, hier können wir schon mal Abwehrkraft steigern. Und die beiden holen wir uns. Ebenfalls. Noch mehr Abwehrkraft. Sehr schön. Hält die Lulu auch endlich mal ein bisschen was aus. MP40. Hä? Warum ist da MP40? What the fuck? Normalerweise ist doch immer nur MP20, oder? Ja. Ja, dann sind hier wohl MP40. Habe ich eigentlich Level 3 Sphero-Stops? Ich glaube nicht. Ich glaube... Ja. Habe ich mir fast gedacht, mein lieber Herr Gesangverein. Könnte auch hier Yuna richtig gut leveln, ehrlich gesagt. Allerdings brauchen wir die ab jetzt eigentlich nicht mehr, weil alle Seymour-Versionen werde ich auf jeden Fall mit der jetzigen Gruppe machen. Und danach ist es eh egal, weil dann kommt Don Tomry und etc. Ups. Besser ans Mikrofon pusten. Ich denke, ja. Ich denke, wir haben genug gelevelt. Ich denke, ich bin jetzt stark genug. Locker. Ich meine, guckt euch das an. Was wir auf jeden Fall machen müssen auf Seymour ist, glaube ich, Kraftbrecher. Oder wie das hieß. Oh, ich habe da noch vergessen, was zu verteilen. Ups. Upsie Daisy. Ah, ein Level noch. Kriegt der Aura noch mehr Stärke. Er wird gruselig stark. Ja, okay, machen wir es so. Ich speichere jetzt. Sei nicht zu dem Seymour. Natürlich die Gegner, die jetzt auftauchen, die werde ich natürlich noch mitnehmen, weil wäre dämlich, wenn ich das nicht tue. Ach, einfach mal so ein bisschen Schaden machen. MP sparen. Fertig.
Hey, das ist ja nett. Da hast du sogar noch einen Speicherpunkt für uns vorher. Das ist ja fein. Wusste ich gar nicht mehr. Chance zum Präventivschlag. Das ist sehr schön. Kannst du recht schnell gehen. Einfach X-Hammern. Ich weiß, dass Ludo dann nur mit ihrem Mock angreift, aber es geht ja auch nur darum, dass sie Erfahrung kriegt. Dunk! Oh, wie süß, 32. Und tschüss. Ja, also hier könnt ihr echt eigentlich alle schwachen Charaktere hochleveln, aber wie gesagt, habe ich jetzt kein Interesse daran. Deswegen scheiß drauf. Schon haben wir wieder zwei Sphero-Level. Nett. So, jetzt werdet ihr gleich in wenigen Augenblicken Zeuge werden, was Seymour einem so hoch gelevelten Team entgegenzusetzen hat. Nämlich nichts. Und wenn doch und ich fehle, dann ist das alles gut. Meine Güte, noch mehr Sphero-Level. So, Moment. Ich speichere gleich, keine Sorge. Ich will nur mal einmal hier machen. So, ich schick nochmal steigern. Hier. Tidus hat kein Level gekriegt. So, auf geht's in den Final Battle. Sozusagen. Bevor dann gleich nach der Cutscene und allem Feierabend ist. Und er schüttelt wieder den Kopf. Also, oh Mann. Wollte einmal der Held sein und dann kommen sie trotzdem wieder alle zurück. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht mit der Gruppe kämpfen. Ich muss mit der Gruppe kämpfen. What the fuck? Was heißt also, ich muss? Aber ich muss die auswechseln. 36.000. Und das sollte zu machen sein. Ich muss nur schaffen, die anderen auszuwechseln. Und Steamer so, what the fuck? Auch mal Eis, wie süß. Ach ja, er macht das immer auf alle. Genau. Auron, your turn. Nimm Seisma, weil das auch das Viech angreift. Denn das zieht dem Seymour dann ebenfalls nochmal Energie ab. Ding dämlich ist. Jetzt macht er Protes. Wenn ich jetzt Anti-Z könnte ich ihm. Er macht Stein. So, jetzt werden wir ja sehen, ob das auf alle geht. Geht nur auf einen. Das ist schön. Ah, okay, er nimmt deutlich weniger. Oh. Und Flair. Bye bye Kimari, würde ich sagen. Und er heilt den Seymour. Ja, ich muss Kimari wieder erwecken, damit der Platz machen kann für Lulu. Geht ja nicht anders, ne?
das Ding eigentlich auch geschützt. Ah, Aura macht immer noch 4000 Schaden, läuft doch. Warum habe ich eigentlich Hastgar benutzt? Lass mich gerade wieder auf Kimari. Ne, auf Auron. Na, Auron überlebt das aber. Auron ist gut genug. What the fuck? Was war das denn gerade? Hier, Vaska, Seymour. Bisschen durstig? Bitteschön. Armer Seymour. Da hätte ich jetzt von Anfang an meine Standardgruppe gehabt, dann hätte das Ganze noch viel weniger gedauert. Aber, naja. Konnte ich ja nichts dafür, dass ich die noch wechseln musste, alle. Wahnsinnig schwerer Boss, oder? We escaped with our skins intact, but Yuna lost something. I could already tell her faith was shaken. Yevon had betrayed her. I felt like I should do or say something, anything. But nothing came. I was just as lost as she was. And then... Well? We're all clear. We will have to avoid Bevel in the future. Yuna? Said you wanted to be alone. Of course. So, meine lieben Freunde. Wir teilen noch eben die Sphero-Level, die paar. Ha. Warum ist Kimari eigentlich so ein Lutscher? Because he just is. Das war alle, ne? Ja. Ja! Ich werde hier speichern. Ja, ich würde gerne den Speichersphäroiden anquatschen und nicht dich. So. Gut. Ich danke allen, wie immer, fürs Zusehen. Ich werde morgen wieder um 12 Uhr streamen, das heißt für diejenigen, die jetzt zuschauen und morgen wieder zuschauen möchten, ab 12 morgen früh, morgen Mittag, geht's los. Und dann bis 14 Uhr, dann wieder von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr und dann von 17 bis 19 Uhr und von 20 bis 22 Uhr, regulär. Nein, ich benutze das normale Sphero-Brett, denn das Profi-Brett, ich komme damit nicht klar, keine Ahnung. Ich habe eigentlich immer nur das normale benutzt und damit bin ich immer ganz gut gefahren. Ja, danke fürs Zusehen. Ich werde morgen wieder da sein und ihr hoffentlich auch. Denn dann geht's zur stillen Ebene und ihr wisst ja, was das heißt. Richtig. Monsterfall. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen, wenn ihr wollt. Und an die Leute, die auf YouTube zugesehen haben, natürlich auch ein Danke fürs Einschalten und der nächste Part kommt bestimmt. Danke fürs Zusehen. Man sieht sich. Tschüss.